Ich möchte euch ein Let's Play von Magic Streets vorstellen. Das ist ein GBS-Spiel, ähnlich Pokémon Go, aber doch anders und dementsprechend vielleicht sogar besser. Mal sehen. Frage, ob ich 13 Jahre bin, da gehe ich lieber in die Einstellungen rein. Game Analytics, Bug Support, mehr relevante, personalisierte Werbung. Naja, das mag ich eigentlich nicht. Ich schalte lieber mal ab. Dass ich über 13 bin, kann ich locker bestätigen. Da bin ich viele Jahrzehnte drüber. Und jetzt neues Game. Okay, ich habe noch keinen Account, also bleibt mir nur übrig, Start New Game. Sonst sehe ich hier weiter nichts. Das andere ist nur, wenn ich schon einen hätte. Okay, keinerlei Abfrage auf Account. Location Access, Magic Street requires Access. Okay. Okay, ich brauche GBS-Zugriff, diese App, also gebe ich die. Aber es wird nichts davon abgespeichert bei dem. Okay, ist in Ordnung so. Geht gar nicht anders beim GBS-Spiel, dass es so sein muss. Die müssen Zugriff auf GBS haben, sonst kann ich ja nicht spielen. Und als erstes, was man hier bekommt, ist mein Level 1 Charakter. Was kann man da Verschiedenes auswählen? Da drücken. Passiert da überhaupt irgendwas? Ich sehe da gar nicht so richtig. Gender. Gender ist das Geschlecht, also männlich oder weiblich. Das Symbol zeigt es an. Der Spiegel, so wie ich es gelernt habe in der Schule, zeigt die Frau an und die Donnerkugel den Mann. Okay, ich stelle mal männlich ein. Die Hautfarbe. Okay. Also nicht, man stellt nicht unbedingt den ein, wie man ideal genau ausschaut, sondern mit dem Charakter, mit dem man ihm spielen will. Manchmal hat er Ähnlichkeiten, manchmal eben nicht. Das Interessante ist natürlich, durch jeden Drück, zum Beispiel hier auf Face, ändert sich ein bisschen was am Gesicht. Wenn man allerdings jetzt eins gefunden hat und das nächste merkt, dass es schlecht ist, man will wieder zurück, geht es nicht, sondern man muss komplett durchklicken. Das geht jetzt bei allen, bei der Farbe vom Auge, von Haaren, überall das gleiche Problem. Sobald ich eins gefunden habe, muss ich so weit klicken, bis ich wieder zu den Positionen komme, wo ich denke, dass ich es haben wollte. Wobei ich jetzt bei den Haaren gar nicht mehr genau wusste, welche ich jetzt wollte. Ich hatte mal kurz so einen Blick eins, aber naja, jetzt gefällt mir nicht. Da ich nicht weiß, ob ich es später noch ändern kann, lege ich halt jetzt ein bisschen Wert darauf, dass es einigermaßen gut ausschaut für mich, weil ich muss ja ein Leben lang damit zurechtkommen mit diesem Charakter. Aber was könnte man hier alles noch machen? Okay. Die Farbe. Jetzt habe ich ungefähr einen Haarstyle gefunden. Die Farbe, naja, mehr so bräunlich wäre mir lieber. So wie jetzt, oder? Lip Colors. Das ist natürlich interessant. Man will ja nicht zu rot haben. Dann schaut sie mehr aus wie eine Frau. Andererseits muss man natürlich auch denken, so komplett weiß ist man natürlich auch nicht so natürlich. Aber wie schon gesagt, es ist nur ein Spiel. Macht so, wie es euch gefällt. Ich denke da manchmal ein bisschen zu viel nach, bis ich da das Richtige finde. Deswegen vergeht ein bisschen Zeit. Ich glaube, ich muss dann wirklich, wenn ich das Video veröffentliche, dann in den Beschreibung dann noch so extra Timeslots einfügen, damit man einfach zu dem Punkt hinspringen kann, wo was Interessantes ist. Damit man solche Sachen wie zum Beispiel Charakterdefinition überspringen kann, wenn man sich dafür nicht interessiert, sondern mehr vielleicht, wie man kämpft oder wie man was findet oder was auch immer jetzt hier noch kommen wird. Weil es ist hier ein GBS-Spiel, RPG, also ein Rollenspiel mit. Also vielleicht sowas ähnliches wie ein World of Warcraft, wo man alleine spielt, aber mit GBS oder ganz normale frühere Dungeon-Spiele. Also man sieht schon hier, ich bin durch. Sieht man ein bisschen von Umgebung. Ich gehe mal hier auf die 1. Ah, 1 für Level 1. So, es ist mein Charakter sozusagen. Hier sieht man ein bisschen die Statistik. Okay, wie viele Minuten habe ich schon verbracht, gemacht? Eigentlich so gut wie nichts. Ich klicke hier einfach wild rum, um mal zu sehen. Settings. Genau das war das, was ich eigentlich gesucht habe, weil die Musik im Hintergrund, es ist nicht so mein Ding, die mag ich nicht so gern. Deswegen habe ich jetzt lieber mal abgeschaltet. Sound, okay, der ist noch in Ordnung. Your progress entail is stored on this device. Connect an account to be able to retrieve. Ah,
Das heißt, ich wurde ohne Account jetzt angelegt. Das heißt, sollte ich ein Handy wechseln oder auf einem anderen Handy spielen wollen, wäre alles weg. Das heißt, ich müsste es irgendwann noch mit irgendeinem Account verbinden. Also Facebook. Facebook habe ich nicht, das mag ich nicht. Und das andere ist Google Play, glaube ich. Das werde ich dann irgendwann machen. Unit-System, ah, Metric natürlich. Meter mag ich lieber als das amerikanische. Was kann man hier alles schreiben? GPS-Info. Das ist immer interessant. Das kenne ich von Pokémon Go nicht. Wie akkurat ist es auf 16 Meter genau, wo ich genau bin, wenn zuletzt abgedatet wurde? Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Sowas hätte mir in Pokémon Go auch gewünscht, dass ich genau weiß, was mit meinem GPS los ist. Bin jetzt wieder auf den vorherigen Bildschirm. Ich drücke jetzt einfach mal ein paar durch. Skills. Level up your abilities to custom your own unique. You will earn skill points every time you progress a level. Okay, also jedes Mal, wenn ich ein Level up mache, kriege ich Skill Points, die ich jetzt hier verwenden kann für verschiedene Sachen, für Waffen, Armor, also Rüstung, mentale Sachen, physische Sachen, streng, also Stärke. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn man auf Eat gedrückt hat, wie jetzt hier gerade, dann kriegt man ein paar Infos dazu, was es jetzt genau bewirkt. Also, wie schon gesagt, ich spiele das Spiel jetzt mal, ohne dass ich jetzt mich genau informiert habe. Ich will jetzt einfach mal sehen, wie weit es geht. Wenn mir das Spiel jetzt gefallen wird in den ersten 15 Minuten, werde ich mich mal mehr informieren und dementsprechend mehr auch zeigen und auch versuchen, dann Tipps und Tricks zu diesem Spiel bringen. Aber erst einmal sehen, wie sich jetzt hier die ersten 15 Minuten anfühlen. Grundsätzlich sind es viele Sachen und man muss da wirklich erstmal viel rausfinden, was alles bedeutet. Also es ist schon ein bisschen Arbeit, aber wenn es mir gefällt, werde ich es dann mir mal alles genau anschauen und dann euch entsprechende Videos bringen, damit ihr es dann einfacher habt. Okay, das war jetzt, habe ich Zurück-Button gedrückt, dann kommt gleich dieses verlasse das Spiel. Also da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man in Android auf Zurück geht, da will er gleich das Spiel beenden und nicht einfach ein Fenster zurückgeht, so wie man es von anderen Spielen kennt. Hier das Inventory, was alles gibt. Interessant. Da stand bei der Waffe zum Beispiel so ein grüner Punkt, aber keine Waffe drin. Wir haben jetzt geklickt, konnte ich jetzt einfach die Waffe auswählen. Es müsste bei den Handschuhen genauso gehen. Select und dann diese Handschuhe nehmen. Anscheinend hat es wirklich so bedeutet, dass man es erstmal equippen muss. Interessant, dass man noch keine Waffe dran hat, wenn man kämpfen will hier. Also ich gehe davon aus, dass man hier kämpft. Ist hier so eine Art Rollenspiel. Also finde ich schon interessant. Allerdings mehr auf dem Niveau von Pokémon Go, denn es ist so eine Art Karte wie bei Pokémon Go. Ich habe jetzt einfach mal was angeklickt. First Battle, erster Kampf. Ja, ich will ich jetzt beenden oder nicht? Ich weiß gar nicht, was ich genau tun muss. Okay, man soll sich die beste Rüstung und das beste Waffe auswählen, bevor man kämpft. Das heißt, bevor ich jetzt auf Kämpfen drücke, kann ich in Inventory wahrscheinlich mich noch umziehen, die richtige Waffe nehmen, weil hier steht ja ungefähr, was passiert. Okay, ja, ich kann mich wirklich noch umziehen vor dem Kampf. Ja, gar nicht mal so schlecht. Es ist sehr anfällig Piercing Damage und macht Magie Schaden. Also Piercing Damage meint mehr Stechen. Wie kämpft man? Drücken und halten des Bildschirms, bis die zwei Sphären fast sich übereinstimmen. Okay, muss man mal probieren. Hab noch keine Ahnung direkt, wie das funktionieren soll. Also den Bildschirm irgendwie drücken. Ah, dann kommt jetzt dieser Kreis, der pulsiert. Sieht ein bisschen nach Pokémon Go aus, aber Miss, Miss, es heißt verfehlt, das ist schlecht. Also muss ich rechtzeitig weggehen, genau kritisch sogar. Also kurz bevor er ganz großes, nochmal kritisch zweimal, kurz bevor er ganz großes loslassen und dann treffe ich und jetzt sogar dreifach. Und das bedeutet bestimmt dreimal so viel Schaden machen. Und jetzt sieht man hier, was ich jetzt bekomme: 8 Goldmünzen, 11 Erfahrungspunkte und ein. Ja, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was es ist. Ach, das sieht so aus wie das Monster, das ich gerade besiegt habe. Jetzt, wenn man hier ein bisschen rumschaut auf der Karte, was sieht man hier alles? Interessant, ich habe hier ein neues Symbol. Es ist das erste beim neuen Spiel. Man hat so viele Sachen, man weiß gar nicht, was man tun soll. Aber ich schaue jetzt mal in Inventory, ob hier irgendwas drin ist, was Neues. Sieht jetzt mal nicht so aus.
Hätte gehofft, vielleicht eine neue Waffe oder irgendetwas. Aber wäre natürlich ein bisschen eigentlich schnell. Portale. Andere Wörter, Portale, ich muss es irgendwas vorher machen. Okay, und Watchtowers. Keine Ahnung, was es ist. Ich baue jetzt mal sowas nicht, da ich nicht weiß, wofür es ist, bevor ich hier Materialien verschwende. Also, Settlement. Also, ich könnte hier irgendwas bauen. Ja, ich habe aber auch noch keine Ahnung, was oder wie das geht. Das lasse ich jetzt mal. Ich will jetzt erstmal ein bisschen so spielen. Das kann ich später auch noch machen oder mich noch ein bisschen informieren. Okay, Quests, Aufgaben. Also, ich soll Unbekannte treffen, die mir Aufgaben geben. Da war schon eine kleine Aufgabe. Ja, Daily Quest. Okay, hier ist eine Aufgabe. Ich soll zu Diego gehen und mit ihm sprechen. Der ist entfernt. Okay, diese Richtung gebe essenmäßig so viel Meter. Okay. Das habe ich mal oben drauf gedrückt. Da könnte ich angeben, dass ich nicht erreichen könnte. Und hier unten auf das GBS-Symbol drücke ich, aber irgendwie passiert nichts. Also ich finde es noch raus, was es genau bedeutet. Aber jetzt erst mal schauen. Was mache ich denn als nächstes? Dieses komische Symbol, das neu ist. Companions. Ah, die können mir während des meines Kampfes helfen. Ja, genau, das ist der Level 1 Teil. Dieses Monster habe ich zuerst angegriffen und das ist auf Level 1 Companions. Unlocked 1 von 53. Die anderen alle noch nicht. Da gibt es verschiedene Stufen. Und es ist gleich so ein lilanes. Und es wird in Stufe 1 Heal. Das klingt schon mal gut. Aber noch keine Ahnung direkt, was es macht. Okay, was können wir denn hier noch alles machen? Genau diese Mine. Okay, Mine angeklickt, habe was bekommen. Allerdings ist sie jetzt weg. Vielleicht kommt sie wieder, vielleicht auch nicht und muss neu suchen. Okay, jetzt habe ich mal versuchen, was anderes. Rette einen Fremden. Keine Ahnung, was hier passiert. Companions, könnte ich irgendwas wählen, aber da habe ich keine Ahnung. Na, ich kann Ausrüstung kann ich eh nicht ändern. Ich habe fast keine Ausrüstung. Also zum Ändern ist hier nichts. Ich kann eigentlich nur kämpfen. Also mache ich es dann mal. Sehen wir, was passiert. Ich habe 30 von 40 Lebenspunkte noch. Schauen wir mal, dass ich gut treffe. Ach, wieder schlecht. Das wird erst eine Übung wert sein. Ein zweiter Versuch schon viel besser. Kritisch. Gehe ich jetzt nochmal hin? Ja! Und besiegt! Jo. Wieder er. Aha. Von diesem Monster-Wieder-Ding. Irgendwie hängt es zusammen mit den Companions, mit den Punkten. Das kriege ich aber alles noch genau raus. Jetzt habe ich allerdings noch weniger Leben. Was mache ich denn da? Es ist die Frage: Muss ich hier irgendeinen Heiltrank nehmen oder wie auch immer? Ich glaube, ich hatte sowas im Inventar. Allerdings will ich das jetzt nicht verschwenden, weil ich weiß nicht, wann ich wieder sowas bekomme. Aber man sieht ja, es gibt sehr viele Monster hier in der Umgebung. Selbst wenn man sich nicht bewegt. Also, das bedeutet auch, wenn man nicht viel Chancen hat, rauszugehen, kann man einiges tun. Aber bestimmt bekommt man mehr Sachen, wenn man geht. Settlement, nee, ich lasse es. Ist so eine Überlegung wert. Gehen wir mal auf die Quest, genau. Was könnte man da? Diese eine Quest würde mich schon interessieren. Nummer 1 heißt es insbesondere. Wäre bestimmt interessant. Aber irgendwie, ich weiß nicht, was das Symbol bedeutet. Es funktioniert irgendwie, ich drücke dauernd drauf. Ah, jetzt ist ein grüner Pfeil da. Jetzt zeigt er nach wohin. Aha, ich habe anscheinend richtig erwischtes Drücken. Jetzt zeigt er mir, der grüne Pfeil zeigt mir, wo dieser Diego ist. Also ich müsste da in die andere Richtung gehen. Zeigt doch ungefähr an, wie weit. Okay. Das muss ich dann mal ausprobieren und zu ihm hingehen. Aber jetzt gibt es noch genügend andere Daily Quests. Ah, das ist interessant. Ah, du musst drei Gegner besiegen. Ja, das schaffe ich locker noch. Und dann kriege ich irgendeine Belohnung. Und dann gibt es noch viele andere Aufgaben, die ich täglich machen kann. Und dafür Belohnung kriege ich eventuell Erfahrungspunkte, vielleicht auch Gegenstände oder andere gute Sachen. Jetzt erstmal ein kurzes Fazit zum Spiel bisher. Meiner Meinung nach scheint es nicht schlecht zu sein. Da gibt es vieles zu entdecken und zu machen. Ich muss mich erstmal informieren, dann werde ich bestimmt auch weitere Videos dazu machen.
eventuell auch Tipps und Tricks Videos. Fragen bitte in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen hat, gib bitte einen Daumen nach oben bzw. abonniere meinen Kanal, am besten mit Glocke, damit du kein neues Video von mir verpasst.